Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute also wieder eine neue Folge von Russia Today. Mal wieder geht es der AfD darum, ein Bild zu zeichnen, das nichts mit der Realität zu tun hat. Um es gleich klarzustellen, Sozialmissbrauch ist in Deutschland verboten. Und das ist auch gut so. Wer den Sozialstaat, na hören Sie mal zu, wer den Sozialstaat ausnutzt und zum Beispiel falsche Angaben macht, der wird hart bestraft. Als Union setzen wir uns für eine wirksame Kontrolle und schärfere Regelungen ein. Der Kollege Wittecker hat einiges dazu gesagt. Und auch deshalb übrigens kritisieren wir das Ampelbürgergeld, denn es führt zu weniger Pflichten, weniger Vermittlungen und am Ende des Tages auch weniger Beschäftigung. Aber um all das geht es der AfD mit diesem Antrag ja gar nicht. Denn was die AfD in Wahrheit will, und das hat die Debatte auch bislang gezeigt, ist Stimmung zu machen gegen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Und dabei geht es um Menschen, die vor Putins Bomben fliehen, Familien, die vor Gewalt und Zerstörung bei uns Schutz gefunden haben. Und das möchte ich auch mal sagen, ganz klar, in dieser Notsituation helfen wir, und wir tun dies mit offenem Herzen. Und es ist übrigens auch zutiefst menschlich, dass die Kriegsflüchtlinge ihre Familien in der Ukraine auch mal wieder in die Arme schließen wollen. Jene, die tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Freiheit der Ukraine und ja, übrigens auch unsere Freiheit zu verteidigen. Hier also so zu tun, als wäre Sozialbetrug ein Massenphänomen, ist einfach falsch. Und Sie schreiben ja selbst in Ihrem Antrag, dass es überhaupt keine verlässlichen Zahlen dazu gibt. Und gleichzeitig wollen Sie aber auf Grundlage von Einzelfällen aus dem berechtigten Interesse an Kontrolle einen in hohem Maße übergriffigen Staat machen. Denn wenn es zum Beispiel nach der AfD geht, und ich empfehle da wirklich noch mal Ihren Antrag ganz deutlich und klar zu lesen, soll beispielsweise auch jeder Busreisende nach Großbritannien, egal ob Bürgergeldempfänger oder nicht, künftig polizeilich registriert werden. Und da frage ich mich, ob Sie das eigentlich wirklich durchdacht haben. Denn am Ende des Tages bedeutet das auch für Sie und Ihre AfD-Kollegen, wenn Sie das nächste Mal Ihre Geldkoffer aus Russland holen, dann werden auch Sie registriert. Ziel dieses AfD-Antrags ist es doch mal wieder, Vorurteile gegen ukrainische Kriegsflüchtlinge zu schüren. Und wessen Interessen Sie vertreten, das haben Sie ja gestern erst wieder deutlich gemacht, als fast die komplette Fraktion bei der Selenskyj-Bundestagsrede ferngeblieben ist. Es ist und bleibt eine einzige Putin-Propagandashow, die Sie hier im Deutschen Bundestag abziehen. Und damit ein Verrat an allem, wofür unser freiheitlich-demokratisches Deutschland steht. Das Wort hat der Kollege Jens Peik für die SPD-Fraktion.